Bevor ein Aktenvernichter mit SafeTech-3-Technologie beginnt, das Papier einzuziehen, misst er elektronisch die Stärke des Materials und verhindert so bereits vor dem Start einen möglichen Papierstau. Über ein Display zeigt uns der SafeTech-3-Aktenvernichter den Grad der voraussichtlichen Belastung an. Offensichtlich ist das in diesem Fall zu viel Papier für diesen Aktenvernichtertyp. Nehmen Sie das Papier wieder heraus, halbieren Sie es und versuchen Sie es noch einmal. Der Aktenvernichter misst erneut die Papierstärke und wenn die Anzahl der Blätter der Leistungsfähigkeit des SafeTech-3-Aktenvernichters entspricht, zeigt er grünes Licht an und beginnt den Vernichtungsvorgang. Im Notfall reagiert das Gerät auf Rufe. Stopp! Ist das Gerät so einmal gestoppt worden, muss es erst einmal komplett ausgeschaltet werden. Auch durch Klopfzeichen kann das Gerät im Notfall gestoppt werden. Um die Leistungsfähigkeit Ihres Aktenvernichters gleichmäßig auf dem optimalen höchsten Stand zu halten, benötigen die Geräte mit Partikelschnitt ab und zu ein paar Tropfen Aktenvernichter-Spezialöl, sobald die automatische Ölwartungsanzeige zu blinken beginnt. Durch regelmäßiges Ölen Ihres Aktenvernichters erhalten Sie seine gleichbleibende Leistungsfähigkeit und erhöhen die Lebensdauer. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und falten Sie es in der Mitte. Öffnen Sie das Blatt und spritzen Sie Aktenvernichteröl auf die eine Hälfte des Blattes. Danach falten Sie das Blatt wieder zusammen und führen es in den Aktenvernichter ein. Bitte verwenden Sie hierfür nur Aktenvernichter Spezialöl. Andernfalls könnte es zu Schäden am Schneidwerk kommen. Danach schalten Sie den Aktenvernichter bitte aus. Drücken Sie jetzt bitte gleichzeitig die beiden Pfeiltasten und halten Sie diese ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Jetzt ist der Laufzeitenzähler des Aktenvernichters zurückgesetzt.